Für was suchst du eine Frau? Meine Wäsche. Ich hole schon mal einen Strick. Warum liegt da Stroh rum? Das war dann alles klebrig. Es ist schlimmer als Schwiegertochter gesucht. Das ist ja nicht vom Mann die Aufgabe, dass er doch bitte macht. Willkommen zu Bauer sucht Frau. Ich habe mich für eine Rikscha entschieden, weil... RTL möchte, dass ich aussehe wie ein Idiot. Als die Kette abgesprungen ist, habe ich nur gedacht, scheiße. Und jetzt? Oh, wir schalten mal ganz kurz zur RTL. Dann sagt Klaus was, was wirklich überraschend selten in der Sendung angesprochen wird. Ich hole schon mal einen Strick, ne? Dabei sind sie noch nie mal verheiratet. Auf dem Hof von Klaus ist Hobbyreiterin Heike gut angekommen. Hobbyreiter? Unter uns YouTubern heißt es Flittchen. Heike, wenn du in einer Woche den Hof verlässt, was möchtest du erreicht haben? Also, was sind deine Ziele? Ich habe bei Klaus eingeritten, ausgebildet. Aha. Ach, ist das Leben schön. Was? Nein, nein, Moment. Samstag wird's ja wieder Zeit. Schwiegertochter gesucht, geht los. Ach, ist das Leben schön. So nämlich. Ihr habt da eine kleine Überraschung für die da hinten. Ich denke, du sollst nicht lügen. Das wird hier schon ein kleiner Romantiker ist. Das ist wirklich krass. Guck mal, Matthias hat Thaisas gesamte Familie eingeladen. Aber warum er sie vor die Kutsche gespannt hat, Matthias ist jedenfalls ganz aufgeregt. Ich habe dann den Sekt auf meine Beine bekommen. Das war dann alles klebrig. Wer sagt ihr, dass die Flasche noch geschlossen ist? Das Ploppen eben, das war halt nicht die Sektflasche. Das waren ihre letzten drei Gehirnzellen, die sie durch den Alkohol halt verloren hat. Der war der Erste, der mir richtige Blumen so geschenkt hat. Bro, guck mal, die Thaisa hat ein bisschen gelogen. Wie alt ist die Tassi wirklich? Ah, was ist mit der los? Ich hab's schon nicht glauben können, dass sie so ein Mädel für mich beworben hat. Nur weil sie so einen Instagram-Account hat, der halt so aussieht, als wollte sie unbedingt berühmt werden. Also, das da drüben ist mein Papa. Hilf mir ihm gleich, oder? Gern. Ich bin der Sepp. Warum liegt denn da hinter jetzt Stroh rum? Ja, der Papi wird heute Abend noch mal intensiv über Tassi nachdenken. Bleibt aber ja in der Familie. Warte, nimm dir Handtaschen an. Die Handtasche, die muss einfach lebendig sein. Es ist schon ungewöhnlich, dass ein Mann so ein aufgeräumtes Zimmer hat. Normalerweise nehmen die Jungs sie ja auch nur mal ganz kurz mit auf eine öffentliche Toilette. Ist das Alkohol? Das wird jetzt mein zweiter Shot für mein ganzes Leben. Die hat doch in der ersten Folge gesagt, dass sie noch nie Alkohol getrunken hat. Ah, zum Wohl. Thaisa hat jetzt immerhin noch einen IQ knapp über Raumtemperatur, also eines Kühlhauses. Okay, jetzt wird mir von dem Schwarz-Schnaps ein bisschen schwindelig. Der Schnaps ist so stark, da zieht sie doch glatt den nicht vorhandenen BH aus. Wir halten fest, Thaisa würde auch gut auf einen Pferdehof passen. Und eine gute Nachricht, wirklich kompliziert sind die Tennisregeln dann also offensichtlich nicht. Sag mal, Mädels, ihr wisst, ihr kommt nur für eine Woche hier, ne? Nicht 20 oder sowas. Was ist an einem Blaumann und einem Gummistiefel bitte so schwer? Oder denken die wirklich, die machen hier Urlaub? Du, wir müssen so oder so gucken, was ihr gepackt habt, ne? Und wir fangen mit Olivia aus Polen an. Eine Maske von ihr. Mhm. Ah, guck mal, die hat in Polen studiert. Was kann man denn da studieren? Ah, schau mal, ihr Diplom. Ein Examen in Handjob mit Auszeichnung. Und? Super, macht die Frau mit den Hackschuhen hier, ne? Aber zwei Fetische zum Preis von einem. Das ist mein RTL. Herzlich willkommen daheim. Die Kühe, die ich kenne, die sind aggressiv und gehen auf einen los. Keine Sorge, wir sind hier nicht mehr auf dem Scheunenfest. Jörns Kühe sind nett. Man wusste gar nicht, ob er jetzt, wann er kommt, ob er gleich kommt, ob es noch 10 Minuten dauert. Man wusste nicht, aus welcher Richtung er kommt. Von Norden kommt der ersehnte Farmer. Okay, das ist selbst mir zu billig. Ich bin gespannt, wie sie reagiert dann eigentlich, wenn die Betten noch nicht gemacht sind. Ja? Das ist ja nicht unbedingt vom Mann die Aufgabe. Über 50, kann kein Bett beziehen und schiebt das alles auf seinen Penis. Lieber Gott, du weißt, was zu tun ist. Na, mach bitte, dass das Markus-Söder-Gedächtniskreuz wenigstens kurzzeitig einen Sinn ergibt. Bernhard hat sich extra ein schickes Cabrio geliehen. Ah, was ist jetzt los? Ja, ich starte doch einfach. Kupplung? Batterieleer, ich glaube, ich bin. Auto startet wegen Übergewicht nicht. Ich möchte mich jetzt nicht an den Gerüchten beteiligen, dass Vera in ihrer Freizeit jetzt Bauer sucht Frau auf die Sprünge hilft. Annette, was sagst du jetzt zu der ganzen Geschichte? Also, ich wurde immer feuchter. Was? Ganz unangenehm ist die Geschichte rund um Bauer Guy. Ich hab kein Glück. Dabei fing alles so vielversprechend an. Also für uns. Der Zug mit Katrin an Bord kommt heute völlig unerwartet auf dem Gleis gegenüber an. Der Zug kommt auf dem rechten Gleis an. Das müsste Guy ja eigentlich wissen. Er begrapscht sie hier völlig unangenehm am allerwertesten. Also zumindest da, wo er sich in der Regel befindet. Gefährlich. Die ganze Heimfahrt hat mir etwas negativ ins Auge gestochen. Ich glaube kaum, dass die Katrin Angst hatte. Der alte Charmeur achtet auch auf die Umwelt und knipst immer das Licht aus. Gut, das ist sie auch noch im Flur. Also du brauchst keine Frau zum Kochen sozusagen. Meistens nicht. Für was suchst du dann eine Frau? Meine Wäsche, das ist ein Riesenproblem. Manchmal sagen T-Shirts mehr als 1000 Worte. Er lässt ihr sogar noch was zu lesen, da gibt er mein Zimmer. Und Taschentücher, falls sie mal verschnupft ist. Frauen sagen doch immer, sie suchen Männer, die geheimnisvoll sind. Und was ist jetzt alles in dem Getränk? Das musst du zuerst schmecken.
Also? Prost. Prost. Was ist da jetzt alles drin? Schmeck es. Das war keine Antwort jetzt. Lass dich überraschen. Das geht gar nicht. Weißt du, wie diese K.O.-Tropfen schmecken? Mm-mm. Für alles gibt es eine Lösung. Geheimnisvoll ist er auch noch und romantisch. Wenn ein Mann so viele Frauen hat, dann müsste er die blaue Pille nehmen. Ein Mann würde das überhaupt nicht schaffen. Dieser Viagra-Witz, also das, ich finde sowas ekelhaft. Da läuft doch was zwischen denen. Also irgendwie. Katrin, was machst du da? Wir brauchen die für die kommenden Folgen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich jetzt den Hof verlasse. Bitte bleib hier. Gib mir eine Chance, Katrin. Nein. Bitte. Mm-mm. Bitte. Na, aber komm mal. Du hast eine. Bitte. Bitte. Mir fehlen die Worte, ey. Es ist irgendwas zwischen Mitleid und Fremdschämen. Ich war so traurig. Dass sie die Wäsche nicht gewaschen hat. Drama bei Andreas. Ich will Ihnen mitteilen, dass sie sie nacheinander nehmen will. Die Irmgard muss so lange ins Hotel. Jetzt geht es hier auch nicht. Da ist ja nichts zum Reinstecken. So verzweifelt, wie die beiden probieren, die Karte in den Schlitz zu stecken, hätte das mit dem Sex eh nicht geklappt. Von daher. Seit 40 Jahren ist der 40-Jährige schon Single. Dafür, das muss man wirklich mal so sagen, hat er ein unfassbar gutes Händchen. Die beige-gelblichen Blumen passen perfekt zu ihren Zähnen. Will ich dir mal eben mein Haus zeigen? Das Wichtigste zuerst. Hier ist die Küche, wenn man reinkommt. Mhm. Dirk möchte der Deborah gleich mal seine Schafe zeigen. Komm! Vielleicht kannst du das auch mal machen, vielleicht kommst du bei dir eher. Einfach pfeifen, trillern. Was hat das mit einem Triller zu tun? Die Schafe haben keine Lust auf Dirk. Ihnen allen schmerzt noch der Allerwerteste. Heute Abend nach Feierabend, dann übst du erstmal das Flöten. Nein, das. Dabei hat sie ja hier von Natur aus eine Flöte eingebaut. Eines muss man Dirk aber lassen, Geschmack hat er. Du weißt doch, wenn Engel reisen. Dann schauen wir Trash-Liebhaber Schwiegertochter gesucht. Ihr wollt Taisias IQ? Verlose ich. Dafür einfach das Video teilen, liken und in die Kommentare schreiben, was ihr vom Traumtypen Giso haltet. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Unbedingt in Folge 1 reinklicken. Die ist auf dem Scheunenfest auch wirklich der Burner. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Natürlich mit Notification-Glöckchen. Ciao.